Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischauer Geheimnisvolle Geschichte und heute wieder mit einer super interessanten Sendung. Es geht um alternatives Geld, es geht aber auch um unser jetziges bestehendes Geldsystem, welche Tücken das hat, gerade in Hinsicht auf die seelisch-geistige Entwicklung des Menschen und wie wir mit Hilfe eines alternativen Geldsystems uns als Menschheit in Richtung Heilung bewegen könnten und weg von vielen Problemen, die wir momentan haben. Und ich habe mir zu diesem Zweck einen Experten eingeladen und ich freue mich riesig, euch Ludwig Garz vorstellen zu dürfen. Hallo Ludwig, herzlich willkommen in meiner Sendung. Ja, hallo Charles, vielen, vielen Dank für die Einladung, freut mich. Ja, und Ludwig schreibt nämlich Bücher. Der hat mehrere tolle Bücher geschrieben und über ein Buch oder das, worum es in diesem Buch geht, werden wir heute sprechen. Das ist dieses Buch Globaler Reichtum, eine Machbarkeitsstudie. Und ja, den Link zum Buch, wenn es euch interessiert, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und ich habe dieses Buch gelesen und ich fand es super, super spannend, was Ludwig da macht, was er eigentlich an Gedanken entwickelt. Denn wir neigen dazu, das Thema Geld immer den Ökonomen zu überlassen. Das ist eigentlich fast wie so ein Selbstgänger. Natürlich Geldfragen oder ein alternatives Währungssystem, das denken sich Ökonomen aus. Aber Ludwig hat etwas gewagt, was sehr wichtig ist, nämlich zu sagen, dieses Unternehmen anzufangen, mal zu schauen, dass man sich diesem Thema Geld und Währung auch mal aus einer nicht wirtschaftlichen Perspektive eigentlich nähert, sondern einfach mal guckt, was ist das eigentlich, auch auf der geistigen Ebene und was macht das mit uns und was könnte das mit uns machen. Und deshalb finde ich dieses Gespräch so wichtig und interessant und freue mich riesig auf den Austausch. Und bevor ich jetzt einen langen Monolog halte, möchte ich auch Ludwig das Wort überlassen. Ludwig, vielleicht kannst du ja mal zum Einstieg ein bisschen erklären, wie kam es dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast, was sind die Grundgedanken oder deine Grundmotivation, bevor wir dann richtig in den Inhalt einsteigen, was da eigentlich drin steht? Ja. Mein Thema war immer das Bewusstsein. Ich wollte nach dem Abi wollte ich eigentlich Psychologie studieren, habe es nur nicht gemacht, weil ich fand, dass die Inhalte an den Unis ziemlich krank sind und das wollte ich nicht studieren. Aber Bewusstsein war immer mein Thema. Und Geld hat mich als Thema an sich nie besonders interessiert. Also wenn irgendwelche Bücher, wo es dann nur um, weiß ich nicht, dann meistens ja um Gewinne, um wirtschaftliche Strategien und so weiter geht, das interessiert mich nicht, hat mich nie interessiert. In dem Kontext habe ich so in der ersten Mitte des ersten Jahrzehnts mit einem Freund ein paar Jahre lang Gespräche gehabt, der Seminare gab über Geld und der wirklich eine Weile versucht hat, mir das zinsfrei fließende Geld zu erklären, bis irgendwann der Groschen gefallen ist, dass ich gemerkt habe, dass das nicht nur ein kleiner Unterschied ist, nicht nur ein technischer, sondern dass das ein gigantischer riesiger Unterschied ist, der weit, weit über das Geldthema selber hinausreicht und zwar bis voll hinein in das Bewusstseinsthema. Und das ist ja mein Thema. Und da habe ich mir überlegt, was bisher nie jemand gemacht hat, ist, alle wissen irgendwie, ja, das Geld, das hat irgendwie auch was Negatives an sich und das viele der Probleme in der Welt haben mit Geld zu tun. Es gibt diese gigantische Armut, wo nicht genug Geld ist. Es gibt Kriege, die letztendlich wegen Geld stattfinden, wegen wirtschaftlicher Interessen. Also und wirtschaftliche Interessen sind ja letztlich Geld, wo es um Geld geht. Und dann hatte ich den Ehrgeiz mir war klar, dass das Geld bestimmte mathematisch vorausberechenbare Wirkungen entfaltet. Und die wollte ich beschreiben, die wollte ich ableiten und eine nach der anderen beschreiben. Was genau macht unser Geld, das wir jetzt haben, mit dem wir seit Jahrhunderten operieren? Was macht es Schritt für Schritt, um zu zeigen, das ist letztlich der Bauplan oder die Matrix oder wie man es nennen will, die in unser Geld einprogrammiert ist,
die wir, dadurch, dass wir mit diesem Geld arbeiten, ständig aktivieren, ständig in Gang halten, dass dieser Bauplan auch in die Welt umgesetzt wird. Also man könnte sich unser Geldsystem als, vielleicht mal als Analogie, ein bisschen vorstellen wie eine Art Computerprogramm, was eigentlich, wenn es gestartet ist, ganz automatisch, könnte man sagen, gewisse Programme ausführt, solange es eben mit Strom versorgt wird. Und der Strom genau. kommt von uns, weil wir eben das bedienen, weil das wir System. Arbeiten, um dieses Geld zu bekommen. Wir arbeiten, um dieses Geld zu bekommen, und das hält dieses System in Gang. Das entfaltet permanent diesen Bauplan. Ja, wie so eine DNA, könnte man auch sagen, ne? Genau, nur ist dieser Bauplan ziemlich genau das Gegenteil dessen, was die meisten Menschen anstreben. Wir arbeiten für Geld, um zu genug Geld zu kommen, und der Bauplan erzeugt aber eine automatische Geldverknappung. Ja. Wir arbeiten, um uns selber was aufzubauen, aber der Bauplan enthält eine automatische Umverteilung, gerade von denen, die fleißig sind und sich was aufbauen wollen, zu denen, die viel haben und dieses ganze Geld wegsaugen. Du hattest ja in deinem Buch, da beschreibst du, ich glaube, es sind 9, wenn ich mich nicht irre, negative Zinsgeldautomatismen. Und ich glaube, das ist das, was du jetzt mit diesem Bauplan meinst. Ne? Diese Programme. Die Automatismen, das genau. Und vielleicht können wir die ja mal erklären. Es wäre super für unsere Zuschauer, wenn wir die mal so durchgehen würden. Und du könntest wirklich mal erklären, was sind eigentlich diese negativen Programme, die mit unserem Geldsystem verbunden sind? Das, was automatisch ist durch die Art, wie es in der Welt ist und durch die Art, wie wir damit umgehen, entsteht das automatisch. Genau, das sind 9. Und man kann einerseits, noch ein Bild vorab, man kann einerseits sagen, das ist ein Computerprogramm, das das automatisch erzeugt. Und ein anderes Bild ist, um zu zeigen, dass das nicht im Gleichgewicht ist, es ist wie ein Motor, den man anschmeißt, der aber laufend ein bisschen höher gedreht werden muss. Höher und irgendwann, und wenn man ihn auf gleicher Tour laufen lässt, dann macht er das eine Weile und sackt dann in sich zusammen. Das heißt, er muss höher und irgendwann explodiert das Ding. Ja, wie so ein Dampfkessel. Boom. Ja. Und das ist unser Geldsystem, nur dass dieses Hochdrehen 70, 80 bis zu 90 Jahre dauern kann, bis uns alles um die Ohren fliegt. Und wir sind an dem Punkt, dass uns alles um die Ohren fliegen wird. Dass die Probleme, die wir haben, sind, man kann nicht sagen 100%, aber im Endeffekt kommt alles vom Geldsystem. Diese ganzen furchtbaren Zustände, die wir haben in der Welt. Du kannst alles auf das Geld zurückführen. Ja, okay, und letzten Endes dann auch wieder auf Bewusstseinszustände, die das System füttern und auf der anderen Seite auch von dem System erzeugt werden, ne? In so einer Wechselwirkung. Ja, das ist das Problem, genau. Genau, das können wir direkt am ersten Automatismus zeigen, diese Wechselwirkung. Also der erste Automatismus, der grundlegende Automatismus ist der, dass wir akzeptieren, dass niemand sein Geld investiert, wenn er nicht dafür einen Zins erwarten kann. Das ist so eine Grundmaxime. Ja, ist ja ganz klar, niemand wird sein Geld investieren, wenn er dafür nicht einen Zins erwarten kann. Und wenn er den nicht bekommt, dann investiert er sein Geld nicht. So, das ist jetzt die kollektiv akzeptierte Art des Wirtschaftens. Und das hat eine Wirkung, die der erste Automatismus ist. Und zwar ist es ja so, dass Investitionen in die Wirtschaft sind ja dazu da, normalerweise in den meisten Fällen Produktionskapazitäten aufzubauen. Also die Grundlagen dafür zu schaffen, dass ein bestimmtes Produkt hergestellt wird und angeboten werden kann. So. Und diese Tätigkeit der Wirtschaft oder der Industrie, bestimmte Dinge herzustellen, führt dann auch immer wieder zu einer Marktsättigung. Ja, du hast immer den Punkt, dass irgendwann die Marktsättigung kommt. So, solange ein Mangel da ist, sind die Leute bereit, einen Preis dafür zu zahlen, der auch einen Zins abwirft. Nur wenn irgendwann die Sättigung kommt, dann bewirkt die Sättigung, dass die Preise fallen, weil der Bedarf ist nicht mehr da. Und das führt automatisch, auf natürlichem Wege, automatisch an den Punkt, dass die Verzinsung bei Null ist. Das heißt, die natürliche Tendenz ist, dass die Wirtschaft was herstellt und dann auf den Punkt geht,
wo sie alle mit allem versorgt, ohne dass jetzt noch ein Zins abfällt für die Investoren. Das wäre eigentlich der natürliche Zustand. Aber der wird nicht zugelassen, weil man sagt, nein, Investitionen werden nur gemacht, wenn ein Zins kommt. Das heißt, wenn Investoren ihre Unternehmen aufgebaut, ihre bestimmte Kapazität aufgebaut haben, dann achten sie darauf, dass die Produktion nur so hoch bleibt, dass trotzdem noch ein Zins abfällt. Das heißt, weitere Investitionen bleiben aus, weil die Investoren sich ihre Preise und damit den Zins kaputt machen würden. Das heißt, es gibt immer diese natürliche Bewegung, dass nachdem Investitionen gemacht wurden, die Gewinne Jahr für Jahr abgeschöpft werden, aber dieses Geld nicht neu investiert wird. Und dadurch hast du in der Realwirtschaft die Situation, dass Jahr für Jahr ein Teil verschwindet aus dem Markt, der nicht zurückkommt, weil es wird ja nicht reinvestiert. Und die Superreichen, bei denen das landet, diese riesigen Kapitalsammelbecken und Konten der Superreichen, die brauchen das Geld nicht, um zu leben. Die müssen das nicht, die konsumieren das nicht. Die geben das, das ist sowieso viel zu viel. Die brauchen das nicht auszugeben. Das heißt, es verschwindet komplett aus dem Kreislauf. Das kommt zurück, mal wenn sich ein Multimilliardär eine Yacht leistet für 1 Milliarde, dann kommt ein Teil davon zurück. Aber die haben ja auch einen Bedarf, der irgendwann gedeckt ist, und dann geben die das nicht mehr aus. Und dann bleibt es weg. So, und dann hast du immer noch diesen Rückfluss, und in der Realwirtschaft hast du eine permanente, Jahr für Jahr, eine permanente Geldverknappung. Und das überrascht mich jetzt, weil ich bin wirklich, was diese ökonomischen Fragen angeht, nicht sonderlich gut bewandert in der Thematik. Aber Ja. ich dachte doch immer, dass immer mehr Geld in die Märkte gepumpt wird. Aber es gibt ja auch verschiedene Arten von Geld, ne? Also ich dachte immer, die Banken Es wird drucken immer mehr und reinge ja, es wird re es muss reingepumpt werden, damit es nicht kollabiert. Wenn du nichts tust, ja, es gibt verschiedene Dinge, die dann getan werden. Eine dieser Dinge ist, dass auf Wirtschaftswachstum gedrängt wird. Das ist aber gehört zum zweiten Automatismus dann. Wenn nichts getan würde in der Richtung, dann würde die Wirtschaft sehr schnell an Deflation kollabieren, dass die Konsumenten einfach, dass die Verbraucher einfach kein Geld mehr haben. Und dieses permanente Drucken von Geld und Rausgeben billiger Kredite, das ist jetzt erforderlich geworden, weil dieses ganze System jetzt, wie wir eben sagten, auf den Punkt zusteuert, wo es eigentlich in sich kollabieren oder explodieren muss. Also Kollaps wäre Deflation, Weltwirtschaftskrise, und Explosion wäre eine Hyperinflation. Das wäre, das explodiert und das Geld verliert seinen Wert. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Wenn nicht genug Geld rausgegeben wird, dann haben wir die Deflation, also das Ganze implodiert und sackt in sich zusammen. Oder es wird so viel Geld rausgehauen, damit es nicht in sich zusammengehackt und damit es in Gang bleibt, in Gang bleibt, in Gang bleibt. Wo dann die Gefahr ist, dass irgendwann eine Hyperinflation kommt. Und es sieht auch danach aus, dass das ist, worauf wir jetzt zusteuern. Eine zunehmende, da können wir nachher noch drüber reden. Wir waren ja Das eigentlich bei heißt, dieser Bargeld- oder Geldverknappung und ja, die Geldverknappung ist da vom System, also die wird vom System erzeugt, und dieses Raushauen wirkt dem entgegen, damit es nicht zur Deflation kommt. Das ist das Ziel. Es wird gemacht. Es kommt ja normalerweise, wenn du Geld raushaust, 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 dann müsste es sehr schnell zu einer Inflation kommen und zu einer Hyperinflation. Das passiert aber nicht. Jetzt würde mich aber Oder es ist lange interessieren. nicht passiert, weil halt diese Abflüsse da sind, die ich beschrieben habe. Diese Dynamik der Geldverknappung, dass das Geld permanent zu den Superreichen fließt und von denen weggepackt wird und nicht ausgegeben wird und nicht investiert wird. Und da würde mich jetzt interessieren, du untersuchst ja solche Faktoren auch unter dem Aspekt, was das mit dem menschlichen Bewusstsein macht. Ja, Wozu führt das wäre dann der nächste. Genau. diese Geldverknappung auf dieser Bewusstseinsebene? Was macht das mit Menschen? Ja, also wir müssen uns vorstellen, dass das Geld prägt ja oder erschafft die materielle Realität um uns. Wir haben uns kollektiv
von diesem Geld abhängig gemacht. Wir haben kollektiv akzeptiert, dass alles Wirtschaften über dieses Geld funktioniert und dass wir dieses Geld erarbeiten müssen, um unsere Bedürfnisse im Leben befriedigen zu können. Und wenn das Geld immer knapper wird für die Arbeiten, und die Menschen merken das ja, dass es knapper wird, also dass Preise steigen, während sie das, was sie verdienen, nicht adäquat mehr wird, sodass insgesamt, und das haben wir jetzt schon seit 3 Jahrzehnten, das war lange nicht so, weil die deutsche Wirtschaft permanentes Wachstum hatte nach dem Krieg noch, aber seit 30 Jahren haben wir eigentlich einen ständigen Verlust von Wohlstand. Und diese Geldverknappung in der Realwirtschaft bewirkt natürlich, dass die Menschen spüren, okay, es wird knapper. Und wenn Geld knapper wird, wenn Menschen merken, es wird schwieriger, über die Runden zu kommen, so langsam nach und nach wird es schwieriger, dann erzeugt das natürlich Mangelgefühl, das Gefühl, es ist nicht genug da. Und der normale Umgang des menschlichen Egos mit Mangelgefühlen ist der, okay, wenn ich nicht genug habe, dann muss ich gucken, dass ich meine Sachen zusammenhalte, dass ich auf meine Interessen und meine Vorteile achte, und das führt dann zum Geiz, weil ich muss ja gucken, dass ich über die Runden komme, und letztlich zum Materialismus, völlig auf Geld und aufs Geld verdienen und aufs Geld bekommen fokussiert zu sein und sich über das Geld zu definieren. Das kommt durch diese Verknappung, also dieses Mangeldenken, dieses Mangelgefühl kommt von diesem ersten Automatismus, dass Geld halt immer knapper wird in der Realwirtschaft. Das ist diese Wechselwirkung. Und wenn natürlich eine ganze Gesellschaft da ist, die grundlegend geizig ist, dann erzeugt das natürlich eine zusätzliche Knappheit. Weil wenn wir in einer Welt leben würden, wo eine Fülle ist und jeder gibt von sich, dann sind wir allein dadurch in der Fülle, dass wir von Menschen umgeben sind, die alle freimütig geben. Und das heißt, Verstärker. Durch die tatsächliche Verknappung müssen die Menschen mehr sparen oder geiziger mit dem Geld umgehen. Und das wiederum führt zu einer weiteren Verknappung. Letzten Endes. Das letztlich bestätigt das Geldsystem eine materialistische, egoistische Haltung und sagt, das ist vollkommen vernünftig, das ist vollkommen richtig. Du musst dich so verhalten, weil sonst ziehst du den Kürzeren in diesem System. Das Geld erzieht also zum Egoismus, zum Materialismus. Wir werden vom Geld so gemacht. Also wenn wir zulassen, dass das Wesen des Geldes, was da reinprogrammiert ist, dass sich das auf uns überträgt, dann werden wir zu einem, einem Träger dieses Negativbewusstseins, das vom Geld ausgeht. Wir machen uns dann, wir unterwerfen unser ganzes Bewusstsein diesem Geld. Und ja, der Ratio, die von diesem Geld ausgeht. Ich finde das sehr interessant, weil diese Gedanken, die du hast, so von der Richtung her, das haben, glaube ich, schon viele Menschen, dass sie sagen, Geld macht was Negatives mit uns. Das ist vielen bewusst. Aber es wird, schauen wir jetzt beispielsweise in die Wirtschaftswissenschaften, niemals thematisiert. Oder es ist immer Geld, eigentlich nur möglichst viel Geld scheffeln ist gut und dadurch irgendwie Wohlstand haben ist gut, aber ob es Alternativen grundsätzlicher Art gibt, ob es wirklich für den Menschen, für die, so wie der mit seiner Conditio Humana so geschaffen ist, ob das wirklich förderlich ist, auch für die charakterliche Entwicklung und die spirituelle Entwicklung, sowas wird ja immer ausgeblendet, sondern es wird rein diesem goldenen Kalb des Materialismus gehuldigt. Und wer da nicht mitmacht, ist auch ganz schnell draußen oder Versager der Gesellschaft oder so. Du bist ja selber schuld, du leistest ja nichts, du kannst ja nichts und so weiter. Ne? Ja. Aber gehen wir mal weiter, weil wir haben ja noch viel zu besprechen heute. Was wäre jetzt der nächste Negativautomatismus des Zinsgeldes? Ich glaube, es ist die Vermögensumverteilung. Ne? Die automatische Umverteilung, die... Man kann alles von dem Vorherigen ableiten, also durch dieses automatische Entziehen von immer mehr Geld
sammelt sich das Geld halt immer mehr bei den Reichen, immer mehr bei dem, je reicher die Menschen sind. Also es gibt letztlich eine Umverteilung von den Arbeitenden zu den Reichen und dann von den Arbeitenden und Reichen zusammen zu den Superreichen. Also das geht immer weiter und das letztlich alles, ganz am Ende sind auch die Millionäre Verlierer. Ja, ja, ganz die, am Ende Millionäre oder Multimillionäre sind ja auch nicht Superreiche. Das ist, nee, aus Sicht der Unterschicht, sind das die, die genau oben sind, aber die sind nicht wirklich oben. Und die Superreichen haben ja den Marxismus, also das linke Denken, installiert, weil die Superreichen, es sind die, den Staat kontrollieren, um über den Staat dann auch den Reichen ihr Geld wegzunehmen und dann sofort zu teilen. Es ist ja gleiches Recht für alle und die Reichen werden jetzt hoch besteuert und dann hat keiner mehr was. Und dann haben sie das Linke ist ja die Vortäuschung von Gleichheit und Gerechtigkeit, während in Wirklichkeit eine kleine Elite alles hat. Das ist Marxismus. Die dann total alle uns der Gleichmacherei unterwirft und uns damit alle zu Sklaven verwandelt. Und es gibt ein paar wenige Chefs. Das ist das, was das Geldsystem macht. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen, dass der Marxismus ein integraler Bestandteil des Kapitalismus ist. Also sozusagen die Ergänzung im Sinne der Hochfinanz, also im Sinne der Superreichen, um das Ganze bis zu Ende zu führen, dass sie wirklich alles haben und der Rest nichts mehr. Und dafür brauchen sie den Marxismus. Also es ist diese Umverteilung, das ist der zweite Automatismus, dass eine laufende Umverteilung da ist, weil ja die Vermögensumverteilung da ist, weil ja die Arbeitenden in der Summe, also der Anteil, der zu den Geldgebern fließt, wird Jahr für Jahr größer in Relation zu dem Anteil, der zu den Arbeitenden fließt. Und das ist die automatische Umverteilung, dass de facto die Menschen in der Summe aller Arbeitenden für immer weniger Geld arbeiten müssen und ein immer größerer Anteil zu den Reichen und im Endeffekt zu den Superreichen fließt. Das ist die Umverteilung. Und das beinhaltet dann bestimmte Dynamiken, bestimmte Effekte, die sich auch nicht verhindern lassen. Das ist eine Zunahme der Arbeitslosigkeit, weil ja immer weniger Geld da ist für die Arbeit. Man hat also die Konzerne überlegen, ja, wenn jetzt der einzige Weg ist, dass wir die Gewinne weiter optimieren, dann müssen wir jetzt mal 1.000 Mitarbeiter entlassen, weg. Und schon bleibt mehr Geld für die Investoren über und die Arbeitenden bekommen weniger. Und dann ist natürlich der technische Fortschritt, der diesem System auch dient, der jetzt an den Punkt kommt, uns komplett, das ist auch der nächste Schritt, uns komplett durch KIs zu ersetzen, dass der Mensch selber überflüssig wird. Ne? Also das Geld. Also die Menschen meinen, dass es die technische Entwicklung ist, aber was der technischen Entwicklung vorangeht, ist diese Umverteilung, die Technik benutzt, um uns überflüssig zu machen, damit sie nicht teilen müssen. Die wollen nicht teilen. Die wollen nicht, dass irgendjemand Geld für Arbeit kriegt. Die wollen alles für sich. Und die benutzen die Technik oder die technischen Fortschritte und die Digitalisierung, genau das anzustreben. Die treibende Kraft ist nicht die technische Entwicklung selbst. Die treibende Kraft dafür ist das Geldsystem. Dass wir das akzeptieren, dass wir für immer weniger Geld arbeiten. Und wenn heute, ich meine, ich habe selbst quasi meinen Job verloren, 2019 als Übersetzer, weil ich gefragt wurde, immer mehr zu lektorieren von Maschinenübersetzungen. Und das wollte ich ja nicht mehr machen, weil das dann noch schlechter bezahlt war als vorher. Und so ist es in vielen Bereichen. Der Mensch wird nach und nach überflüssig gemacht. Es geht aber vom Geldsystem aus. Ja, es ist, das eigentliche Problem ist das Geld. Ja, es ist. Wenn sich das Geld gerecht und gleichmäßig verteilen würde, dass wir sagen, wir sind eine menschliche Gemeinschaft, alle Fortschritte, die wir erzielen, alle Einsparungen, die wir erzielen, kommen alle zugute. Also nicht auf eine erzwungene sozialistische Art, sondern auf eine dynamische Art, auf die wir später noch kommen können. Dann würde der technische Fortschritt nur bewirken, dass wir immer weniger arbeiten. Wir würden einfach immer weniger arbeiten und viel mehr Zeit haben für kulturelle Dinge, für zwischenmenschliche Dinge, für Freizeit. Für diese Dinge hätten wir immer mehr Zeit, wenn das Geldsystem gesund wäre. Also dieser ganze technische Fortschritt wäre kein Problem, wenn das Geldsystem gesund wäre. Aber der ganze technische Fortschritt ist ja praktisch ein Werkzeug oder eine Geisel auch des Geldes und wirkt sich deswegen gegen uns aus.
Das ist das eigentliche Problem. Ja, weil das System als solches destruktiv ist. Es kann ja gar nicht zu unserem Nutzen sein. Funktioniert es, ja nicht. Es nimmt uns nur alles weg. Und wir bedienen es dadurch, dass wir akzeptieren, okay, für dieses Geld arbeiten wir. Und wir geben unsere Energie, unsere Kraft da rein und dadurch halten wir das. Ja, wir spielen praktisch mit in einem Spiel nach Spielregeln. Wir halten uns an die Regeln, aber diese Spielregeln sind von Anfang an schon so gemacht, dass sie langfristig gegen uns sind und es gibt auf der anderen Seite ein paar wenige Profiteure. Aber kommen wir doch von dort zum nächsten Punkt. Und du hast gesagt, es gibt noch den Negativzinsgeldautomatismus des Vernichtungswettbewerbs. Genau. Da denke ich an Survival of the Fittest, genau. Darwinismus angewendet auf die kapitalistische Wirtschaftsweise. Ja. Was sind deine Gedanken dazu? Genau, also ich habe eben schon gesagt, um die Geldverknappung, also ein Effekt dieser, das Wirtschaften mit Zinsgeld führt immer dazu, dass, oder nicht nur überhaupt alles Wirtschaften führt dazu, dass die Verzinsung gegen Null geht, weil die Märkte gesättigt werden. So ein Weg, wo die gegensteuern, ist, dass sie das Geld zurückhalten, also die Geldverknappung rausholen und zurückhalten. Aber das allein reicht noch nicht. Weil die Produktion trotzdem dazu führt, dass die Gewinne gegen Null gehen, also die Kapitalerträge gegen Null gehen. Und es ist aber eine zusätzliche Maxime, dass die Unternehmen akzeptieren, dass sie nur dann ein Recht haben, weiter zu existieren, wenn sie einen bestimmten Mindestgewinn erzeugen, also der von den Investoren üblicherweise definiert wird. Du musst, keine Ahnung, du musst mindestens 5% im Jahr machen und wenn du drunter kommst oder 3% oder wie das auch definiert wird, aber es gibt irgendwo den Prozentsatz, wo dann die Investoren sagen, okay, das Unternehmen wird dicht gemacht, weil das ganze Wirtschaften dient nur dem Erwirtschaften eines Zinses, also wird ein Unternehmen dicht gemacht, die Produktionskapazitäten werden verringert. Die Verringerung der Produktionskapazitäten ermöglichen, also schaffen eine größere Knappheit. Dadurch können die Preise angehoben oder zumindest stabil gehalten werden auf dem Niveau, zu dem das Unternehmen geschlossen wird. Und also die Arbeitslosigkeit steigt dann auf dem Weg, aber die Investoren halten ihre Gewinne hoch. So. Und das ist aber das Wirtschaften für alle Unternehmen. Der Kontext für alle ist, man weiß, ich muss diesen Mindestprozentsatz erreichen. Wenn ich das nicht erreiche, ist Ende. Das heißt, die Unternehmen, die Wettbewerber wissen, ich muss so lange durchhalten, dass meine Wettbewerber zumachen und dann kann ich weiter überleben. Wenn ich der bin, der es erwischt, dann ist für mich Ende. Das heißt, es wird ein Kontext des Wirtschaften geschaffen, wo jedes Unternehmen gezwungen ist, die Wettbewerber platt zu machen. Dass die Wettbewerber im Wettbewerb aufgeben müssen und nicht mehr weiter können. Das heißt, es gibt eine Programmierung, andere vernichten zu müssen, um überhaupt weiter wirtschaften zu können. Und das ist der Vernichtungswettbewerb. Also ein Weg, wie man Vernichtungswettbewerb sehen kann, ist, dass dann große Konzerne irgendwelche kleinen Unternehmen aufkaufen. Die nehmen sich das Know-how, die nehmen sich, was sie brauchen. Die Mitarbeiter werden meistens entlassen. Und das ist ja auch die große Sorge, die Unternehmen haben, wenn sie aufgekauft werden, können die Mitarbeiter weitermachen oder nicht. Meistens werden sie entlassen, weil das dieser Umverteilung weiter dient. Und weil sie auch nicht wirklich gebraucht werden. Durch den Vernichtungswettbewerb haben wir das Entstehen immer größerer Konzerne, Konglomerate und Monopole, Kartelle und Monopole, die sich alles einverleiben und ihren kompletten Wettbewerb, also den mittelständischen Wettbewerb weghauen und auf der Konzernebene gibt es dann meistens so kartellmäßige Absprachen, dass die sich ihre Märkte nicht kaputt machen. Aber alles im Dienste der Superreichen. Also der Vernichtungswettbewerb dient auch wieder nur den Superreichen, alle anderen werden
im Laufe der Zeit liquidiert. Also die das Ganze benachteiligt. Die untereinander vernichten sich nicht. Die Großen untereinander, die haben ja meistens dieselben Eigentümer. Es gibt ja an der Spitze nur ein paar Familien, die alles haben. Das und die haben ein Kartell gebildet, also eine Aufteilung. Du hast dann Absprachen und die machen sich da, die Krähen hacken sich kein Auge aus. Ja. Es geht, die Superreichen haben einen gemeinsamen Feind, und das ist der Mittelstand, dem sie alles wegnehmen wollen. Und dafür instrumentalisieren die auch die Politik. Also die Superreichen kontrollieren unsere Politik, und die Politik ist so strukturiert, dass die Superreichen fast keine Steuern zahlen und der ganze Mittelstand hochbesteuert wird. Das ist Teil dieses Kriegs gegen den Mittelstand. Es ist Teil dieses Vernichtungswettbewerbs. Es geht vom Geld aus. Es geht automatisch vom Geld aus, dass es so ist. Die Hauptursache ist nicht, dass diese Superreichen böse sind, sondern sie folgen der Logik dieses Geldsystems, so wie sie vorgegeben ist. Ja, sie sind dem eigentlich genauso unterworfen wie wir. Wir sind hier auf dieser Pyramide an der Spitze und wir sind die breite Basis. Das macht den Unterschied im Erleben, aber es ist dasselbe Spiel. Es ist Teil desselben Programms. Ja, und sie müssen da auch mitspielen, um weitermachen zu können. Also sind da auch nicht wirklich frei. Und wenn wir als Masse auf die Idee kommen, anders zu wirtschaften, dann ist deren Spiel auch vorbei. Ne? Also wir könnten uns ja eigentlich einigen. Solange keine wirkliche Diktatur da ist, die alles wirklich kaputt macht, was an anderem versucht wird, könnten wir uns noch einigen, anders zu wirtschaften, und wir könnten diesen ganzen Spuk beenden. Wir hätten die Möglichkeit, diesen ganzen Spuk zu beenden, wenn das entsprechende Bewusstsein da ist. Ja, nur dafür müssten die Masse der Menschen oder zumindest eine kritische Masse aufwachen aus dieser Massentrance, die das Geldsystem erzeugt. Na, wir sind alle letztlich in diesem Programm, in einer Art Trance, in einem Automatismus. Wir sind ja auch eingeboren. Es ist ja nicht so, dass man uns irgendwann Es ist ja nicht so, dass man uns irgendwann gefragt hätte, mit der Volljährigkeit, möchtest du daran teilnehmen? Das und das sind die Spielregeln. Wir sind nicht gefragt. Seit Geburt an bist du da drin. Du durchläufst auch Bildungsinstitutionen, mit dem Kindergarten angefangen, die alle zu diesem System gehören und letztlich auch Menschen heranzüchten für dieses System. Also es ist super schwer, da eigentlich rauszukommen. Es wird alles dem System unterworfen, ja. Ja, es ist sehr schwer. Und es braucht eine bewusste Umorientierung. Und es findet ja auch statt. Und dann ist die Frage, wie weit das noch in ausreichendem Maße stattfinden wird. Das ist dann auch wieder was anderes. So, gehen wir zum nächsten Automatismus, oder? Ja, da hast du auf der Liste die Verschwendung. Genau, die Verschwendung. Also wir haben was wir beim zweiten Automatismus noch nicht gesagt haben, diese Umverteilung führt zu einer schnellen Verarmung der Arbeitenden. Und eine Maßnahme, die man ergreifen kann, dass diese Verarmung der Arbeitenden verlangsamt wird, ist Wirtschaftswachstum. Solange die Wirtschaft wächst, kann diese Verarmung verlangsamt werden. Was wir heute haben seit Jahren, ist, dass die Wirtschaft gar nicht mehr wachsen kann und dass deswegen die Verarmungserscheinungen auch stärker durchschlagen schon. Und wir haben also durch die Umverteilung einen Zwang zu Wirtschaftswachstum, dass die Wirtschaft größer wird. Und wir haben aber, damit überhaupt ein Zins erwirtschaftet werden kann, einen Zwang zu einer Verknappung, dass die Kapazitäten, also dass nicht zu viel hergestellt wird, was dann die Zinsen auf Null bewegen würde. Also wir haben zwei dominante Wirkungen. Wir haben einen Zwang zu wachsen und wir haben einen Zwang zu einer Verknappung der Produkte, damit die Preise steigen können. Was also in zwei verschiedene Richtungen geht. So, und das, was dann passiert, ist, damit Wirtschaftswachstum stattfinden kann, ohne dass die nötige Knappheit weggeht, müssen Produkte hergestellt werden, die nicht lange halten, die schnell weggeschmissen werden, damit wieder was Neues hergestellt werden kann, was dann das nötige Wirtschafts,
Wachstum, nicht Wachstum, aber das nötige Wirtschaftsvolumen erzeugt. Das heißt, dieses Wirtschaften mit Ramsch, den wir kaufen, wo wir wissen, ja, nach ein, zwei Jahren ist es kaputt und dann muss ich neu kaufen, das ist direkt bewirkt vom Geldsystem. Es wäre ja technisch überhaupt kein Problem, Autos zu bauen, die 100 Jahre halten, elektronische Geräte zu bauen, die weiß ich, wie viele Jahrzehnte halten, Computer zu bauen, die 50 Jahre halten. Das wäre kein Problem. Das ist nur nicht gewollt, Es ja. ist nicht gewollt, weil dann dieses System nicht überleben kann. Das heißt, das System braucht diese Wegwerfwirtschaft und das zerstört, also das ist natürlich Verschwendung und das zerstört unsere Umwelt und zerstört im Endeffekt fast den Planeten und wir uns selbst. Das heißt, das Geld führt, wenn wir dran festhalten, letztlich in die Selbstzerstörung der Menschheit. Und das ist dieser vierte Automatismus, der vorgegeben ist durch die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Ja, vor allem, Mit es diesem gibt ja auch Geld. so Nebeneffekte. Betrachten wir zum Beispiel Kleidung. Also so Sachen, die irgendwie schnell kaputt gehen. Oder nicht nur Kleidung, sagen wir so Lifestyle-Produkte, wie man das jetzt modern ausdrücken würde. Und die werden ja saisonweise immer mit einer neuen Mode Das vermarktet. Das heißt, dient dem auch. es gibt diesen Das dient dem auch. Modeerscheinung. Jetzt ist das Genau. gerade Trend, dann ist das Trend, dann müssen alle ein Smartphone haben und solche Kleidung und in ein, zwei Jahren solche. Und das Problem ist, wirtschaftlich ist das ja verständlich. Die Unternehmen müssen das so machen, um immer wieder ihre Produkte loszuwerden. Aber die Leute unterwerfen sich diesen Moden und verwechseln das dann mit einer echten Identität. Und nehmen dann gerade die Jugend, da sieht man das ja häufig, da muss man ja cool Ja, sein, ist um schlimm. dazuzugehören. Ja, Dann hat man ja. so eine Mode und dann so eine. Und die Leute verwechseln das dann teilweise wirklich mit einer Identität, die aus einem gesunden Selbst heraus wächst und sind Ja, völlig versklavt und völlig in so einer Massentrance. und verwechseln das mit echter Lebensqualität. Die denken, das ist dann, wenn ich Lebensqualität habe, dann muss ich das alles. Ich muss das alles mitmachen, das mitmachen, das mit, dann bin ich cool, dann bin ich hip und dann ist alles gut. Anstatt davon wegzugehen und zu schauen, was brauche ich wirklich? Oder was ist mir wirklich wichtig? Wofür will ich leben? Was ist es wirklich wert, dass ich da meine Zeit reingebe und meine Arbeit? Das wäre die Besinnung auf das Innerste. Was will ich wirklich im Leben? Das wäre eigentlich die Lösung in dem Bereich, um davon loszukommen. Das Besinnen auf das, ja, einmal auf das Bewusstsein, dass das menschliche Leben nicht sehr lang ist. Und dann zu schauen, wie will ich diese Zeit, die ich habe, nutzen? Was will ich wirklich im Leben? Was ist es mir wirklich wert? Und dann kommst du, wenn du dich besinnst, normalerweise nicht drauf, genau diese Dinge zu machen. Na? Ständig neue Kleidung, ständig gucken, dass man hip ist, ständig mitmachen, dass man woanders cool ist und in diese sozialen Medien rein, um gesehen und cool gefunden zu werden und diese ganzen Dinge. Naja, wobei auch wirklich, es wird ja ein enormer Selektionsdruck erzeugt. Denn wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, man ist jung, was weiß ich, 20 Jahre alt so und du Ja. entscheidest dich da irgendwie bewusst gegen, bist dann sozusagen der Uncoole, dann sieht es schon schwierig aus mit der Partnerwahl. Da bist du nicht unbedingt der Typ, auf Ja. den die Frauen fliegen oder wenn du da als Frau nicht mitmachst, dann bist du nicht die Schöne oder Tolle. Und insofern wird wirklich ein ganz enormer Druck auf die Menschheit Ja. ausgeübt, da mitzumachen, sich dagegen zu stellen, ja, bist du Eremit. Da kannst du in die Wüste gehen. Wenn das genug Leute tun würden, hätten wir in der Wüste eine Gegengesellschaft. Ja, wenn Aber da genug aufwarten, dann hast du eine gewisse Auswahl. Aber es gibt dann auch immer die an den Punkt kommen, dass sie sagen, ja, ich kann es nicht mitmachen, das geht so sehr gegen mein eigenes Wesen. Okay, dann bin ich jetzt allein, dann nehme ich das so. Aber setze damit ein Vorbild und es wird auch die Menschen zu mir bringen, die ähnlich sind. Und das ist mir lieber, ich gehe jetzt durch eine Phase, wo ich vielleicht alleine bin oder außen vor bin. Und finde dann aber die Menschen, die dazu passen. Und wenn ich dann nur zwei, drei habe, aber die passen und da ist ein geistiges Verstehen und Zusammensein da, dann ist es mir das wert. Das ist das, was es braucht. Und das ist natürlich gerade bei dem, wenn ich mir jetzt die in den 20ern sind, anschaue, das ist schon, ich frage mich, mein Gott, das ist schon so viel.
die hängen da so drin, ne? Natürlich ein bisschen dem Alter geschuldet auch. Da muss man sich fragen, okay, wenn sie ein bisschen älter werden, dann ist es vielleicht anders. Aber ich habe manchmal schon sehr Mitgefühl, wenn ich sehe, in welchem Zustand die sind in dem Alter. Ja, es ist schwierig. Die Negativtendenzen nehmen ja auch zu. Und gerade durch die Einführung von Social Media in den letzten Jahren und der Boom des Internets sehe ich da auch ganz viele destruktive Tendenzen, die massiv verstärkt wurden. Ja. Und es kommt und es zerstört auch das soziale Miteinander und Freundschaften und familiäre Bande, und das führt zur weiteren Versklavung und weiteren Abhängigmachung vom System. Genau. Also die Mechanismen sind eigentlich so, dass es sich immer weiter radikalisiert. Die Versklavung der Menschen und die Aufteilung Problem. In Arm und Reich und oben und unten. Aber gehen wir und mal Problem, weiter. Ja, noch eins. Okay. Das Problem ist ja auch, dass die Superreichen so viel Geld überhaben, um zu gucken, was können wir machen, dass das alles in Gang bleibt. Ne? Wer entscheidet denn, was hip ist? Wer entscheidet denn, was Mode ist? Wer entscheidet denn, was cool ist? Das kommt ja über Medien, die mit viel Geld finanziert werden und die das den Jugendlichen einflüstern. Und das kommt ja von den Superreichen. Das sind ja dieselben Leute, die davon profitieren. Die flüstern denen das ja ein, und wir wissen nicht, dass das alles zu unserem Nachteil ist. Das wird ja so und so, das ist toll, das ist gut für dich, so verkauft, dass es geschluckt wird. Und wir erkennen das Gift nicht als das Gift, das es ist. So, das wollte ich nur noch damit abschließen, weil es wird ja auch bewusst gefüttert. Ja, ja. Da muss ich noch was hinzufügen. Man sieht es ja auch an Musik. Jetzt haben wir seit ungefähr, ich weiß nicht, knapp 100 Jahren elektronische Medien, dass man Musik als CD, Kassette, Schallplatte, wie auch immer, so Tonband verkaufen kann oder MP3. Das war früher nicht so. Menschen mussten sich treffen und gemeinsam musizieren, damit man Musik genießen kann. Da ist schon durch die technische Entwicklung eine Entfremdung eigentlich vom Sozialen wieder. Aber das will ich jetzt nicht verteufeln. Der Punkt ist der, guckt man sich Musik aus den letzten Jahrzehnten an, ja, vor den 90ern oder vor den 80ern, Musik war positiv. Die meisten Liebeslieder, Herzschmerzlieder, Heimatlieder, Volkslieder. Und jetzt hat man eine Tendenz, es werden Musikstile gehypt, die destruktive Inhalte haben, wo Kriminalität verherrlicht wird, Gewalt verherrlicht wird, wo Sexualität, sag ich mal, profanisiert wird. Ja, ich verteufle nicht Sexualität, aber sie wird als etwas, ja, so in so eine Richtung, so Verherrlichung der Prostitution, so nehme ich das manchmal wahr. Sowas wird propagiert. Und in die Massen gepumpt, weil es natürlich die niederen Instinkte und Triebe anspricht und viel leichter erstmal zu konsumieren ist und anzunehmen ist, als Dinge, die uns selbst Überwindung kosten. Und da muss man sich dann fragen, welche Strukturen tun das denn? Ja, sind das die Musiker, die den Schrott singen? Nein, eigentlich nicht. Es sind dann darüber die Musikproduzenten und darüber die Kapitalgeber. Und dann kommst du auch letzten Endes zu den üblichen Verdächtigen. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das sind einfache Fakten, die kann auch jeder nachrecherchieren. Genau. Und dann wird es merkwürdig, weil man sich dann eigentlich fragen muss, warum werden gewisse Musikrichtungen, die ja auch ganz gezielt die Jugend ansprechen, so massiv in die Welt gepumpt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Hollywood wäre nochmal so ein eigenes Thema, wo es genauso funktioniert. Ja, es braucht eine gewisse menschliche und geistige Reife, um uns von diesem System zu emanzipieren und eine andere menschliche Realität aufzubauen. Und das System sorgt dafür, dass diese menschliche geistige Reife gar nicht entstehen kann durch diese permanente Vergiftung. Es ist ja eine geistige Vergiftung, was da gemacht wird. Das ist eine gewollte, systematische geistige Vergiftung. Und das ist ein Krieg, das ist ein geistiger Krieg, der gegen uns geführt wird. Das kann man nicht anders sagen. Und dann können wir vielleicht jetzt echt dann zum nächsten Punkt übergehen, dieser Negativ-Automatismen, der Machtkonzentration. Wobei das ja auch eigentlich schon in den anderen Punkten vielleicht enthalten war. Das ist jetzt schon immerhin, der Rest ist jetzt fast selbsterklärend, weil du durch die Abhängigkeit vom Geld und durch die Konzentration des Geldes bei den Superreichen hast du halt, dass die Fäden der Macht auch bei denen zusammenlaufen. Wir haben natürlich öffentliche Kassen, die abhängig sind, dass sie, die so verschuldet wurden, auch absichtlich im Endeffekt, dass die Schulden immer mehr anwachsen und dass wir abhängig sind von immer neuen Krediten. Und es ist klar, dass der Kredit
Nehmer in dem System auch die Bedingungen der Kreditgeber erfüllen müssen. Das heißt, die Hochfinanz ist in der Position, dass sie sowohl die Wirtschaft als auch die Politik, also die Regierungen und damit alles kontrolliert, dass alle Fäden der Macht bei den Superreichen zusammenlaufen. Das macht das Geld und zwar in zunehmendem Maße. Machtkonzentration, das ist der fünfte Automatismus. Können wir damit auch schon abschließen, was ist fast Es selbsterklärend? ist selbsterklärend. Dann hast du noch den nächsten, den sechsten, die Verdrehung. Ja, die Verdrehung, das ja eigentlich ist das Geld eine Erfindung, mit der eigentlich ist das Geld eine sehr nützliche Erfindung, weil es uns ermöglicht, eine sehr effiziente Arbeitsteilung zu betreiben. Wenn ihr jetzt vorstellt, jemand, ein Unternehmen erstellt Waschmaschinen her und die müssten zwei Waschmaschinen unter jedem Arm nehmen und damit zum Markt gehen und dann gucken, dass sie diese Waschmaschinen tauschen gegen das, was sie brauchen. Das wäre unfassbar kompliziert, alles durchs Tauschen zu machen und dann alles gegen Geld zu tauschen und Geld dann wieder gegen die Dinge. Das ist natürlich eine enorme Vereinfachung. Und das hilft aber dem Menschen nur, solange der Mensch wichtiger bleibt als das Geld. Also solange klar ist, dieses Geld soll dem Menschen dienen. Ja. Es ist es aber so, dass durch den Automatismus der Geldverknappung von den Wirtschaftsfaktoren her das Geld meistens sehr knapp ist. Und durch die Umverteilung hast du eine zunehmende Arbeitslosigkeit, sodass du von der Ressource Arbeitskräfte sehr viel hast und von der Ressource Geld tendenziell weniger. Und die Macht geht immer von dem aus, was knapper ist. Und das bewirkt, diese größere Knappheit des Geldes als die Knappheit an Arbeitskräften bewirkt, dass das Geld mächtiger ist als der Mensch. Und dass das Geld über den Menschen herrscht und dass das Geld den Menschen versklavt. Das kommt dadurch. Und das führt letztlich zu einer Verdrehung aller Dinge. Weil das Geld, beziehungsweise die Menschen, die dieses Geld kontrollieren, ihre Macht damit so durchdrücken können, dass sie alle Bestrebungen verdrehen können. Alles, was Richtung Gerechtigkeit strebt, Richtung sozialer Gerechtigkeit, Richtung Lösung von Problemen, wird so verdreht, dass die Gerechtigkeit nicht stattfinden kann und die Lösungen nicht stattfinden können. Denn wenn Lösungen bedeuten, dass Menschen nicht verarmen oder dass Menschen mehr für ihr Leben haben und besser leben können, und wenn diese Lösung bedeutet, dass der Umverteilungsfluss zu den Superreichen dadurch weniger wird, dann wird diese Lösung unterbunden. Und das ist eine Verdrehung. Das heißt, die Versuch oder die Anstrengungen für Gerechtigkeit zu sorgen, werden so verdreht, dass sich der Automatismus des Geldes weiter durchsetzt, nämlich der Automatismus der also der Umverteilung, dass das Geld trotzdem, trotz aller Bemühungen, weiter umverteilt wird. Und also in Deutschland hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg pro Jahrzehnt eine Verdoppelung der Privatvermögen. Verdoppelt, 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 also exponentiell. Das heißt, es ist völlig egal, was die Politik macht, welche Anstrengungen gemacht werden, die sogenannte soziale Marktwirtschaft, Sozialprogramme, das hat alles nichts gebracht. Diese Umverteilung ist dominant, setzt sich dominant durch und alle Versuche für Gerechtigkeit zu machen, werden verdreht, Das damit sich Schlimme das, ist, ja. dieses Programm, was du gerade beschreibst, was einfach so läuft, was dominant ist, das Ja. befeuert jeder von uns im Kleinen mit, indem er arbeiten geht, Ja. indem er mit Geld einkaufen geht. Ja. Also da konnte sich auch keiner gegen wehren. Da konnten ein Arbeiter, konnte Wir können sonst nichts wie dagegen tun. aktiv in Nein. irgendeiner Gewerkschaft Nein. sein oder was auch immer sie politisch für Träume haben, Ja. oder sich zusammenschließen. In dem Moment, wo er gegen Geld arbeiten geht und mit Geld einkaufen geht, füttert er das System. Ja, also Gewerkschaften und was weiß ich, irgendwelche marxistischen Organisationen, die begleiten das Ganze höflich und damit es trotzdem stattfindet oder auch noch optimiert wird, weil der Marxismus, also die linken Ansätze in der Politik werden ja nur benutzt, um den Mittelstand hochzubesteuern und das fördert wieder die Umverteilung. Also der Marxismus dient dieser Umverteilung. Naja, war immer schon ein Instrument Ja, anderer ja. Kräfte. Das fängt damit an, wenn man sich anschaut, dass die Wall Street teilweise die Oktoberrevolution in Russland finanziert hat. Die Wenn man wussten sich, wofür.
Wenn man sich anschaut, dass beispielsweise das Frankfurter Institut für Sozialforschung von einem sehr reichen Getreidehändler aus Frankfurt finanziert wurde und, da kann man mal irgendwann eine gesonderte Sendung drüber machen. Der Marxismus und seine Anhänger, als meine besten Freunde, in Anführungsstrichen, das mal zu analysieren. Hier können wir es nur leider am Rande machen, weil da würde ich mir gerne viel Zeit für nehmen, das Thema mal ganz genau auf den Tisch zu packen. Aber wir können vielleicht mal zum nächsten Punkt kommen, denn der hat sicherlich auch unter anderem mit Marxismus zu tun und den Gewalttaten, die daraus resultiert sind, nämlich der Punkt Traumatisierung. Ja. Das Geldsystem führt zu Traumatisierung und das finde ich spannend, weil da sind wir auch wieder ganz dicht bei der Frage nach Bewusstseinszuständen, die Menschen haben oder die erzeugt werden. Also ich erkläre ja das Ganze anhand der Neuenheit, wo das Ganze von der, also die Neuheit entspricht den drei Ebenen des menschlichen Geistes. Wir haben eine energetische Ebene, eine mentale Ebene und eine spirituelle Ebene. Und die spirituelle Ebene ist unser innerstes Wesen als Mensch. Und durch das Geldsystem werden diese Ebenen Stück für Stück, Schritt für Schritt in die Negativität gesteuert. Ja, und im siebte Bereich, also das waren jetzt die ersten sechs. Sechs ist der Bereich Recht und Gerechtigkeit und da haben wir die Verdrehung. Sprich, dass keine Gerechtigkeit stattfinden kann, sondern dass die vom System ausgehende Ungerechtigkeit immer weiter durchgedrückt wird. Egal wie du es drehst und wendest. Solange, es ist wie der Spruch, ne, gib mir die Kontrolle über das Geldsystem, ist egal wer die Gesetze macht. Das ist diese dominante Ungerechtigkeit des Systems. Die setzt sich immer durch und es ist völlig egal, welche Gesetze du machst. Das ist der sechste Punkt. So, dann gehst du ins Spirituelle, dann kommst du, der siebte Bereich ist eigentlich der Bereich der Sinnhaftigkeit unseres Lebens oder beziehungsweise des Glücks, das wir im Leben erleben. Und das wird natürlich durch all diese Negativität genauso ins Negative gesteuert wie alle anderen Bereiche. Und da erleben wir dann statt Glück und Zufriedenheit und Erfüllung, erleben wir dann eine zunehmende Traumatisierung, was klar ist. Also es gibt all die Menschen, die anstreben, sich was aufzubauen, deren Bemühungen frustriert werden, weil das System das nicht zulässt. Es gibt die Bemühungen um die Umwelt, die ja total wichtig geworden sind, die frustriert werden, weil dieses System das nicht zulässt, sodass wir auf allen Ebenen traumatisiert werden. Also wir selbst und auch die Welt, in der wir leben, also auch die Natur, in der wir leben, wird traumatisiert vom Geldsystem, ursächlich vom Geldsystem. Auch wenn man sieht, was mit den Tieren passiert, die Bauern müssen ja auch unter denselben Bedingungen wirtschaften. Das wird ja auch, ich meine, wenn man sieht, die Tierhaltung, das ist ja auch eine massive Traumatisierung. Dann, dass das System immer wieder zu Kriegen geführt hat. Ich meine, nichts erzeugt schlimmere Traumatisierungen als Kriege. Vor allem nachhaltig auch transgenerational, also übergreifend. Von der einen Generation auf die nächste weitergegeben. Ne? Also im Krieg schwer traumatisierte Eltern. Und es wird immer weitergegeben, ja. Genau, die, was weiß ich, sind beispielsweise, neigen vielleicht dann eher zu Gewalt oder haben ihren Kindern gegenüber oder sind depressiv, wie auch immer. Also die geben ihr Trauma weiter. Und das führt zu der Gesellschaft, die wir haben. Und es führt letzten Endes immer wieder zu mehr Abhängigkeit von Materialismus und Geldsystem. Ja, die Traumatisierung führt dazu, dass Menschen ihr wahres Selbst auch abkapseln und sich nach außen lenken und dann schauen, dass sie in der Außenwelt irgendeine Zufriedenheit, Erfüllung über Konsum oder was finden können. Es führt zu dieser Abkapselung von dem, der wir wirklich sind. Anstatt nach innen zu gehen und den zu finden, der wir wirklich sind. Das ist ja das, was es braucht als Gegenbewegung dann. Ja, klar. Und die zunehmende Arbeitslosigkeit, die zunehmende Armut in der Welt, das ist natürlich alles ein Aspekt von Traumatisierung. Dass die Menschheit ist sehr traumatisiert, ursächlich vom Geld. Dass wir hier, ich weiß nicht, wie viele es sind, eine Milliarde oder mehr Menschen haben, die von einem Dollar am Tag leben müssen oder weniger, die in brutalster Armut leben. Das ist unser globales Geldsystem. Das ist die eine Ursache für das Ganze.
Also Traumatisierung, soll man dann weitergehen schon? Oder? Ja, weil ich gucke gerade, der nächste Punkt, den du hast, ist Angststeuerung. Und ich habe gerade überlegt, eigentlich hängt das eng miteinander zusammen. Denn der Traumatisierte lässt sich über Angst steuern. Erklär uns doch mal den Zusammenhang. Wie kommen wir von der Traumatisierung zur Angststeuerung? Also wir haben uns von diesem System abhängig gemacht und das System produziert ja automatische Verschlechterungen unserer Lebensbedingungen, aufs Ganze gesehen. Ja? Ich meine, es gibt ja immer die einzelnen Ausnahmen, die es dann schaffen, Erfolg zu haben oder was aufzubauen. Aber in der Summe wird alles immer schlimmer und das wird ja gespürt. Wir spüren, der Mensch spürt ja, dass die Realität unsicher ist, dass die Dinge schlimmer werden. Und diese Erwartung, dass Dinge schlimmer werden, das löst ja Angst aus. Angst vor dem, was kommt, zu wissen, okay, mein Arbeitsplatz ist nicht sicher, alle möglichen Dinge sind nicht sicher und sind eher gefährdet. Und dann haben wir Medien, die mit dieser Angst spielen und die über diese Angst, also die von den Superreichen kontrolliert werden und diese Angst so geschickt einsetzen, dass sie alles weiter in die Richtung steuern, in der sie die Dinge haben. Die haben ja ein klares Ziel vor Augen, die Leute. Die wollen eine globale Diktatur, bei der die ganze Menschheit sich in ihr Sklaventum ergibt. Und da steuern die drauf zu. Und die nutzen die Ängste der Menschen, um in die Richtung zu steuern. Die wissen, wir brauchen dann als nächstes das. Und die nutzen die Ängste, um dahin zu gehen. Also jetzt nutzen sie die Angst vor diesem, ne, vor dem Virus, um alle möglichen Dinge durchzudrücken, um uns unsere Rechte wegzunehmen. Es ist klar, für die Totalherrschaft brauchen sie, dass wir akzeptieren, dass wir keine Rechte mehr haben und dass wir keine Freiheiten mehr haben. Und Angst ist das Mittel, mit dem sie das machen. Und Angst wird primär vom Geldsystem ausgelöst, weil es so destruktiv ist. Ja, vor allem, weil auch Angst oft auch mit einem Gefühl des Mangels zusammenhängt. Also wir haben natürlich Angst und Mangel hängen eigentlich eng zusammen. Genau, und das System erzeugt tatsächlich einen Mangel bei ganz vielen. Also die jetzt wirklich von einem Dollar am Tag leben, die haben Mangel. Aber es erzeugt auch bei vielen anderen, die eigentlich genug haben, immer ein Mangelbewusstsein. Ne? Also wenn man jetzt guckt, also in Deutschland selbst, wer jetzt von Hartz IV lebt und eigentlich im Kontext der deutschen Gesellschaft super wenig hat, hat immer noch viel im Vergleich zu jemandem, der in einem Dritte Weltland lebt. Trotzdem wird jemand, der Arbeitslosengeld in Deutschland bezieht, wahrscheinlich ein Mangelgefühl haben. Weil ja auch das ganze System so darauf ausgelegt ist, diesen Konsumzwang zu erzeugen. Ne? Du musst eigentlich weil man sich nicht leisten kann. Ja. Du brauchst noch einen größeren Fernseher und noch ein geileres Auto und. Und ganz automatisch entsteht immer ein Mangelbewusstsein. Man kann sich ja auch mal selbst fragen, vielleicht auch für unsere Zuschauer, es würde mich auch in den Kommentaren interessieren, wer hat denn kein Mangelbewusstsein? Also ich habe eins, ich bin auch davon gefangen, ich habe mich davon noch nicht befreien können. Es ist auch sehr schwierig, gerade wenn man beispielsweise eine Familie ernähren muss, also man hat, wir müssen kommt ja immer gucken, wieder dass da wir rein. Über die Runden kommen. Ne? Ja. Ja, man wir kommt müssen ganz, ja über die Runden kommen. Ja. Ja. Aber man kann sich natürlich fragen, was brauche ich jetzt wirklich? Brauche ich wirklich noch einen größeren Fernseher oder irgendwelche Prestigeobjekte und muss ich da dazugehören, da wo ich dann damit gut ankommen würde? Aber es ist schwer, weil wir sind in das System hineingeboren. Das ist nicht so einfach, sich da rauszulösen und man braucht ja auch Alternativen. Und eine Idee, ja auch deines Buches, ist es so eine, ich weiß, wir sind noch nicht dort, ich weiß, ist es so eine Alternative zu entwickeln, da kommen wir dann noch in der zweiten Hälfte der Sendung drauf zu sprechen. Aber du hast natürlich recht, eigentlich kommt noch der neunte Punkt, die Deutungshoheit der Negativmechanismen. Und das wollen wir nochmal abhandeln. Wobei ich glaube, das hast du teilweise auch schon erklärt. Es ist natürlich so, dass Angststeuerung und Deutungshoheit ist natürlich eng beieinander. Aber die Grundlage für die Angststeuerung ist halt die Angst und die Grundlage für die Deutungshoheit ist nicht die Angst, sondern die Schuld. Also das ganze System produziert ja immer mehr Schulden, produziert immer mehr Schuld und Schuldgefühle. Also Menschen, die verschuldet sind, fühlen sich ja auch schuldig, weil sie das Gefühl haben, sie haben was total falsch gemacht. Das gibt der Hochfinanz und ihren Medien
die Schuldgefühle geben ihr die Macht zu definieren. Oder anders formuliert, es ist ja, also Schuld ist ja auch übers Geld definiert. Also die, die eigentlich Systemverlierer sind, sind die Schuldigen, und die, die Systemgewinner sind, sind die, die keine Schuld haben, die das Recht haben. So, und das bildet sich dann so aus, dass die am meisten haben, am wenigsten Schuld haben und dann den anderen erzählen können, wie die Welt ist, wer die Guten in dieser Welt sind, wer die Bösen sind. Und das wird ja über die Massenmedien auch permanent definiert. Ne? Was gut ist, was schlecht ist, wird uns erzählt. Und weil wir in dieses grundlegende Bewusstsein von Schuld gedrängt sind, überlassen wir denen diese Deutungshoheit. Das geht letztlich vom Geld aus, dass wir in diese kollektive Schuld auch rein. Okay, in Deutschland ist es noch zusätzliche Themen etc., aber es geht auch stark vom Geld aus, dass wir, und es ist auch nicht nur das deutsche Volk, das grundlegend diese Schuldgefühle hat, das ist eigentlich global, dass dann die Deutungshoheit bei denen ist, die von denen alle abhängig sind und die entscheiden müssen, wem helfen wir, wem helfen wir nicht. Und die das dann in ihrem Sinne natürlich nutzen, ihre Deutungshoheit zu sagen, wie die Welt ist und wie sie nicht ist. Bevor wir jetzt auf eine alternative Möglichkeit des Geldsystems zu sprechen kommen, was ja auch eigentlich Hauptgegenstand auch deines Buches ist, was man aber eben halt auch nicht verstehen kann, wenn man nicht das bestehende System jetzt mal so analysiert hat, da würde ich gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, wie entstand denn eigentlich dieses bestehende Geldsystem und wie wurden, könnte man sagen, die jetzt an der Spitze sind, wie kamen die überhaupt dahin? Ich weiß aus den Wirtschaftswissenschaften, das ist ein sehr strittiges Thema, wo Geld eigentlich herkommt. Da gibt es mehrere Theorien, teilweise sind die auch fragwürdig oder widerlegbar. Ich meine, ein Klassiker der Ökonomie ist ja Adam Smith, der Buch geschrieben hat, Der Wohlstand der Nation, und das ist auch ein Riesenwälzer. Ich habe da vor Jahren mal angefangen, das zu lesen, und dann gemerkt, nach 100 Seiten interessiert mich doch nicht so im Detail. Aber der beginnt sein Buch mit einer dann auch relativ berühmten Passage, wo er versucht zu erklären, wie Geld entstand, und sagt da, Geld war erstmal Tauschmittel. Man hat Waren getauscht und dann hat man festgestellt, eben weil man dann diese Probleme hätte, jetzt kommt einer mit zwei Ochsen, die er tauschen will, und dann muss er jemanden finden, der die braucht, dass man eine Ware hatte, die besonders gefragt war. Ja, so, und dann hat er so Muschelngeld, glaube ich, als Beispiel genannt. Dass man dann irgendwie, haben so früher primitive Kulturen angefangen, dann Muscheln zu tauschen, ein Währungsmittel, und irgendwann wurden es dann Metalle, weil Metall wurde überall gebraucht, und dann vor allem Edelmetalle und so weiter und so fort. Und das klingt alles super plausibel. Nur haben sowohl die Altertumswissenschaftler, die uralte Kulturen erforschen, als auch die Ethnologen, die jetzt indigene Völker erforschen, nie sowas feststellen können. Es gibt also, das heißt, eine schlüssig klingende Theorie kann nicht stimmen. Es gibt dafür gar keinen Beweis. Also Kulturen, wo man das dann wirklich erforscht hat, das funktioniert irgendwie anders. Und es bleibt dann letzten Endes rätselhaft, wie jetzt Geld eigentlich wirklich in die Welt kam. Es gibt nur Erklärungsmodelle, aber das ist alles spekulativ. Es gibt die alten Münzfunde halt, ne, die auf eine gewisse Zeit zurückgehen. Und da, wo man keine Münzen findet, dann ist dann die Frage, okay, wie sah da das Geld aus? Wo kam es her? Ist auch vielleicht nicht jetzt relevant, diese Frage. Also unser jetziges Geld ist letztlich entstanden, beziehungsweise der Zusammenhang zwischen privatem Grund und Boden und Geld, diese Verknüpfung, das wurde von den Römern gemacht. Also bis zu den Römern war es üblich, dass alles Land immer Gemeinschaftseigentum ist. Das gehörte dem Stamm oder dem Volk, wie auch immer, dem gehörte das Land. Und dann wurde jedem das zugewiesen, was er brauchte, der Fleck, wo er dann auch sein Haus hinbauen konnte. So war das bis zu den Römern. Und die Römer haben dann angefangen, also da kommt ja auch das Wort privat her, ne? Land zu privatisieren. Was dann ermöglichte, Kredite durch Grund und Boden zu sichern, also diese Sicherung von Krediten. Und das hat dann dazu geführt, dass die, also du hast bei Münzen, die oder Geld, das gegen Zinsen verliehen wird, immer diese
Umverteilung, dass sich am Ende alles bei den Geldgebern ansammelt. Und dann hast du natürlich das Problem, dass das Geld aus dem Kreislauf verschwindet. Wenn du aber jetzt Land aufteilst und Kredite vergibst mit einer Sicherung von Land, dann hast du immer einen vorprogrammierten Anteil von Leuten, die ihre Kredite nicht zurückzahlen können. Das ist im Zins eingebaut. Und dann hast du diese Umverteilung von den Münzen übertragen auf das Land. Und dann hast du auch eine zunehmende Anhäufung des Sachvermögens bei den Kreditgebern. Und das war eigentlich das eigentliche Übel. Das ist mit dem alten Rom entstanden, diese Art zu wirtschaften, so wie wir es ja heute immer noch machen. Weil dadurch, eigentlich werden wir in diese Welt geboren und dadurch, dass wir hier geboren werden, haben wir ein Recht, hier zu sein und haben auch unser Recht, auf dem Platz zu leben. Aber die meisten Menschen, die haben ja, leben ja auf einem Stück Land, das ihnen selber gar nicht gehört, und müssen ständig dafür zahlen, dass sie hier sein dürfen als Mensch überhaupt. Ja. Das heißt, du hast dieses Naturrecht, Gedanken machen. Ja, dieses Naturrecht, dass wir ein Recht haben, hier zu sein und ein Anrecht auf ein Stück Platz, wo wir leben können, das ist ja gar nicht mehr gegeben durch dieses Geldsystem. Und das entstand so im alten Rom. Letztlich ist Geld eine gesellschaftliche Vereinbarung. Und die Vereinbarung war damals halt, dass Geld auch, also Kredite von Geld sind gebunden an eine Sicherheit von Land in den meisten Fällen. Und das ist die Art zu wirtschaften, die wir immer noch haben. Weil du kriegst keinen großen Kredit, wenn du nicht eine Sicherheit gibst. Ne? Wir hatten ja jetzt schon rausgestellt, dass Geld macht was mit dem Bewusstsein. Mangelgefühlen, Traumatisierung etc. etc. Das betraf jetzt aber diese Masse der Menschen, der wir angehören. Was ist denn mit diesen Menschen an der Spitze, diesen Superreichen? Mit denen macht das ja natürlich auch etwas, mit deren Bewusstsein. Die sind ja einerseits Herren des Systems und aber auch Sklaven des Systems. Aber wie ist es da? Ja, es gibt die Ebene, wo sie unter derselben Negativität leiden wie wir, nur noch schlimmer. Und die Ebene, wo sie dastehen, als wären sie die Gewinner. Du hast, wenn du eine Gesellschaft hast, die von Schuld gespalten wird, dann hast du die sich schuldig fühlen und aufgrund ihrer Schuldgefühle alles Mögliche mit sich machen lassen oder bereit sind, eine lebenslange Schuld abzutragen, arbeiten, um ihre Schuld loszuwerden. Und du hast die Schuld zuweisen und sagen, ihr seid schuld und ihr müsst jetzt für uns. Ja? Aber Schuldprojektion kommt ja auch aus Schuldgefühl. Das heißt, grundlegend haben die dieselben Probleme wie wir, nur dass sie mit dieser Projektion durchkommen, dass sie durchsetzen können, dass andere schuld sind und sie bedient werden, ständig an sie abgegeben wird. Aber von den Grundgefühlen, also die Automatismen sind jetzt nicht einzeln durchgegangen, dass die Geldverknappung erzeugt Mangelgefühle, die Umverteilung erzeugt Unzufriedenheit, der Vernichtungswettbewerb erzeugt Benachteiligungsgefühle, die Verschwendung erzeugt Minderwertigkeitsgefühle, die Machtkonzentration erzeugt bei der Masse der Menschen, Machtlosigkeitsgefühle, die Verdrehung erzeugt Zwangsgefühle, weil uns gegen jeden Sinn und gegen jede Gerechtigkeit Dinge aufgezwungen werden. Die Traumatisierung erzeugt Sinnlosigkeitsgefühle, die Angststörung natürlich Angst und die Deutungshoheit gibt uns ständig die Schuld und verschärft die Schuldgefühle. So. Und diese Negativität ist bei den Mächtigen nicht anders als bei uns. Die sind genauso gefangen in diesen Mangelgefühlen, in der Unzufriedenheit, in den Benachteiligungsgefühlen, weil die vergleichen sich auch nur untereinander. Wenn ein zehnfacher Milliardär sich mit einem 30-fachen Milliardär, dann fühlt er sich benachteiligt. Ja, weil er in der Realität lebt, sich mit dem zu messen. Und Minderwertigkeitsgefühle, dieses permanente Bedürfnis, sich auf andere groß zu machen, diese Arroganz, die haben. Auf dem Boden von Arroganz sind Minderwertigkeitsgefühle.
Das heißt, die sind in derselben Negativität gefangen wie wir, nur haben sie die Möglichkeit, alles abzuwälzen auf Kosten anderer, ihre Negativität auf Kosten anderer auszutoben und damit Erfolg zu haben. Das ist der einzige Unterschied. Aber seine Negativität auf andere abzuwälzen, verschlimmert es im Inneren auch wieder. Das heißt, die Negativität, in der die gefangen sind, ist viel schlimmer als bei uns. Deswegen ist bei diesen Superreichen zum Beispiel auch die Verbreitung von Drogen, mit denen die versuchen zu fliehen aus dem Leben, ist noch viel schlimmer als bei uns. Die Depressionen sind bei denen noch viel schlimmer als bei uns. Die psychischen Probleme, die haben, sind noch viel schlimmer als bei uns. Das heißt, die sehen auf der einen Seite wie die Herren und Sieger aus und sind auf der anderen Seite, auf der echten menschlichen Seite, sind es die ärmsten Säue in den meisten Fällen. Ja. Jetzt können wir vielleicht ja tatsächlich mal überleiten, um jetzt auch über was Positives zu sprechen, über deine Ideen dazu, wie ein alternatives Geldsystem aussehen könnte oder müsste und inwieweit es machbar ist und durchführbar und wie man sich das alles so vorzustellen hat und inwieweit es einen Ausweg aus dieser durch das Zinsgeld verursachten Sklaverei darstellt. Ja, es gibt ja inzwischen ziemlich viele Bemühungen, auch ziemlich viele Modelle, die da zu finden sind, Vertreter, die alle möglichen Modelle vertreten, die sehr ähnlich sind, die letztlich auf einer Zinsfreiheit beruhen. Und um zu überlegen, welches Geld oder wie könnte man Geld so zirkulieren, dass es nicht diese Automatismen erzeugt, sondern eine Neutralität, also eine Welt ohne Mangelgefühle und eine Möglichkeit von Zufriedenheit, eine Möglichkeit von Brüderlichkeit im Umgang. Das Dritte, das Vierte wäre die Möglichkeit, dass sich alle wertgeschätzt fühlen, eine Möglichkeit, dass alle in einem Bewusstsein von Möglichkeit leben, dass sie das, was sie inspiriert und auch leben können und dass sie ihr eigenes Wesen auch leben können, dass sie nicht machtlos sind, sondern dass sie ihren Träumen auch folgen können. Und das nächste wäre, dass Dinge nicht verdreht sind, sondern gerecht sind und so weiter, dass das alles in die Positivität gerückt wird. Das kann erfolgen, wenn halt diese Negativität nicht mehr erzeugt wird. So, und dafür brauchen wir halt ein Geld, das statt einer Geldverknappung eine Geldfülle erzeugt, statt einer Umverteilung, eine Gerechtverteilung, statt einem Vernichtungswettbewerb, sagen wir mal, einen sportlichen Wettbewerb, der niemandem schadet und so weiter. So, und das alles geht vom Geld aus. So, wenn wir jetzt da festgestellt haben, es ist dieses Wirtschaften, ich investiere nur, wenn ich einen Zins zurückkriege. Dann brauchen wir einen Anreiz zu investieren, auch wenn ich keinen Zins zurückbekomme. Das macht aber keiner. Deswegen brauche ich oder anders formuliert, das Geld hat im Wirtschaften eine Joker-Funktion. Also wenn du einen Gegenstand besitzt, der 1.000 Euro wert ist und du hast aber auf der anderen Seite 1.000 Euro Bares, dann ist als Wirtschaftsteilnehmer, wenn du was machen willst, sind die 1.000 Euro, die du bar hast, mehr wert als die Sache, die 1.000 Euro hat, weil die musst du erst verkaufen und zu Geld machen, um wieder mit dem Geld arbeiten zu können. Das heißt, die Liquidität, also das Geld an sich hat einen Hörwert. Und diesen Hörwert wegzugeben, wenn ich Geld verleihe, gebe ich ja diesen Hörwert weg und den lässt man sich im jetzigen System mit dem Zins bezahlen. Ich gebe den weg und ich lasse mir den bezahlen. So, damit es aber zu diesem Zins nicht kommt, braucht es eine Kraft, die genauso stark ist wie dieser Liquiditätsvorteil, nur negativ. Das heißt, wenn man diesen Liquiditätsvorteil, und der wird normalerweise von den Wirtschaftswissenschaften bei 5-6% berechnet. Also du hast einen 5-6%igen Vorteil durch die Liquidität gegenüber dem Besitz von Waren. Und
Wenn man also das Geld mit Kosten verbindet in Höhe dieser 5 oder 6%, die automatisch mit dem Geld verbunden sind, dann musst du diese Gebühr zahlen, wenn du dein Geld nicht verleihst und hast dadurch einen Anreiz zu sagen, okay, ich verleihe mein Geld, damit ich dieser Gebühr entgehe. Und dann hast du die Möglichkeit, Kredite zu nehmen auf der anderen Seite, für die du keine Zinsen bezahlen musst, wo du aber für das Geld selber die mit dem Geld verbundene Gebühr zahlen musst oder die Geldsteuer, wie das im Mittelalter hieß, bei den Brakteaten war das eine Geldsteuer. Man kann es Umlaufsicherungsgebühr nennen, weil es mit dem Geld verbunden ist. Das heißt, der Geldschein selber weist aus, dass in regelmäßigen Abständen eine kleine Gebühr zu bezahlen ist. So, die will normalerweise niemand zahlen, sagen, was für ein blödes System, das will ich nicht. Das ist immer die häufigste Reaktion. Nur wenn man dann aufs Ganze rechnet und schaut, was macht es mit der gesamten Wirtschaft, dann sieht man, dass das der Faktor ist, der das Ganze, was eben beschrieben wurde, was im Ungleichgewicht ist, ins Gleichgewicht bringen kann. Weiß ich nicht, wenn ich 1000 Euro über habe und ich weiß, okay, wenn ich jetzt ein sinnvolles Investitionsprojekt finde oder jemand, dem ich das Geld leihen kann, weil ich werde das in nächster Zeit nicht brauchen, dann verleihe ich das und ich zahle diese Gebühr nicht. Dann habe ich ein Kreditwesen, wo Menschen also alle möglichen Projekte finanzieren können, ohne dafür Zinsen zahlen zu müssen. Ja, also wenn du mittlerweile, ich meine, mittlerweile sind wir ja eh in der Endphase, wo dann die Zinsen auch niedrig sind, weil sie es sein müssen, damit es nicht kollabiert. Aber sonst sagen wir mal, bis vor 2008 war es so, dass du, wenn du ein Haus kaufst, 200.000 Kredit aufnimmst, dann hast du am Ende vielleicht 350 oder 400.000 Euro bezahlt, wenn du es abgezahlt hast. Wenn du zinsfreies Geld aufnehmen kannst, dann zahlst du am Ende diese 200.000 ab plus vielleicht 10.000 oder 20.000, die die Bank braucht als Gebühr für ihre Arbeit, die sie tatsächlich leistet. Und hast dann eine Verbilligung eines Hauskaufs von sehr vielen Prozent. Also so dass ein Hauskauf letztlich für jeden Menschen erschwinglich wird, der überhaupt arbeitet. Und du hast auf der anderen Seite dann nicht mehr diese Umverteilung, wie sie jetzt über die Mieten stattfindet. Also du hast diese Spaltung von Vermietern und Mietern nicht mehr, weil du im Endeffekt durch so ein Geld durch so ein Geld ja, du beendest die Umverteilung. Okay, wenn Menschen jetzt diese Neigung haben, okay, ich weiter mit so einem Geld weiter die Neigung haben, okay, ich investiere nur, wenn ich einen Zins bekomme. Jetzt wirtschaften wir mit zinsfrei fließendem Geld. Und wenn du das verleihst, kannst du keinen Zins bekommen. Wenn du es investierst, kannst du keinen Zins bekommen. Dann überlegst du dich, okay, gibt es noch irgendwo einen Bereich, wo ich vielleicht Zinsen erwirtschaften könnte? Ja, dieses Denken ist ja immer noch darauf ausgerichtet. Und dann sehen die Leute, okay, wenn ich Land kaufe oder Immobilien, dann kann ich über die Mieten immer noch Zinsen erwirtschaften. Deswegen ist es wichtig, und das ist das Hauptproblem bei der Einführung, wenn man ein gerechtes System einführen will, dass auch Grund und Boden mit einer Art Umlaufsicherung, also mit einer Bodenpacht oder wie heißt es heute? Immobiliensteuer? Nee. Also auf jeden Fall mit einer Steuer bedacht sind, die letzten Endes bewirkt, dass auch die Umverteilung über Landbesitz und über Immobilienbesitz endet. Und dann hast du noch als drittes die Ausbeutung der Natur, dass man die Ressourcen der Natur schützt, dass die Ressourcen, gerade die Ressourcen, die ausgebeutet werden, um auf Kosten der Natur Zinsen, Profite zu erwirtschaften, dass du die Ressourcen durch eine Steuer schützt, was dann den zusätzlichen Effekt hat, dass wenn die Steuer eine bestimmte Höhe hat, dass es wirtschaftlicher sein kann, Müll wieder zu verwenden, als diese Steuer zu bezahlen, sodass du dann auch eine Wirtschaft einrichten kannst, bei der die Müllberge abgebaut werden, weil sie als Ressourcen dienen können.
mich jetzt bei diesem Konzept, weil es jetzt nicht so ist. Jetzt ist es billiger, der Natur einfach zu nehmen, was man haben will, damit zu wirtschaften, viel Geld zu verdienen und das Ganze wegzuschmeißen. Und wenn das nicht mehr so, und dadurch können wir nicht wirklich was gegen die Müllberge tun, aber wenn es in vielen Bereichen günstiger wird, Müll wieder zu verwerten, dann können wir auch die Müllberge abbauen. Was mich jetzt noch interessieren würde bei diesem Konzept des fließenden Geldes, das normale Geld, so wie wir es kennen, ist ja beispielsweise durch einen Goldstandard oder Silberstandard gedeckt oder halt eben nicht gedeckt. Es gibt jetzt digitales schon Geld, mehr. Es gibt, das weiß ich, aber so vom Grundgedanken, es gab es mal. Ja. Ne? Ja. Oder sind so Stufen, wie sich Geld entwickeln kann. Es gibt Geld als Scheine, es gibt digitales Geld. Wie stellst du dir da fließendes Geld vor? Was für eine Währung hätte man dann? Welchen Bezug hat das zu Banken? Gibt es dann Banken? In welcher Form? Das spielt jetzt in viele Bereiche rein. Moment, also wie, Moment, nochmal die Frage. Naja, ganz grundsätzlich. Fließendes Geld. Funktioniert das weiterhin mit Banken? Ist das Edelmetalle gebunden? Sind das Scheine? Sind das digitale Coins? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, das digitale Geld hat da erstmal nichts mit zu tun. Es gibt auch eine Kryptowährung, die mit einer Umlaufsicherung arbeitet, also wie zinsfrei fließendes Geld arbeiten könnte. Nur ist es bei den Kryptowährungen so, dass sie nicht primär als Zahlungsmittel gesehen werden, die gerecht funktionieren sollen, sondern Kryptowährungen werden primär als Investitionsobjekt gesehen, um Geld damit zu verdienen. Weil du durch die Art, wie Kryptowährungen erstellt werden, hast du ja eine bestimmte Begrenzung der Coins. Und dabei hast du von vornherein einen deflatorischen Aspekt rein drin. Das heißt, dass du eine begrenzte Menge hast. Und je mehr Leute das wollen, desto mehr steigt der Wert. Du musst also nur diesen Run erzeugen, dann steigt der Wert so mehr, weil du es nicht beliebig vermehren kannst, weil die Menge von vornherein begrenzt ist. So, das wäre dann aber auch, das würde auch zu Zinsen führen und zu einer Umverteilung, wenn du dieses Geld dann leihst, weil die Kraft fehlt, die diesen Zins neutralisiert. Das ist also per se erstmal nicht die Lösung, wobei Kryptowährungen könnten so zirkuliert werden, dass sie auch eine Lösung bedeuten. Aber das ist dann wieder die Frage der gesellschaftlichen Vereinbarung. Wie stellen wir das auf? Wie bauen wir das auf? Und also, was da letztlich zum Ausdruck kommt, ist der gesellschaftliche Wille. Wollen wir wirklich ein gerechtes Geld oder ist der primäre Fokus, dass wir ein Objekt suchen, wo wir uns bereichern können und Geld mitverdienen können? Was ja im Moment bei den Kryptowährungen der ist, die investieren, um mehr Geld zurückzubekommen. Das ist mehr vom Alten. Also Krypto oder nicht ist jetzt nicht die Frage. Das ließe sich auch so machen, dass es gerecht funktioniert. So, es gibt viele Menschen, die denken, das Hauptproblem ist, dass wir mit Fiat-Geld arbeiten, dass wir also mit nicht gedecktem Geld arbeiten. Weil sie denken, wenn wir mit gedecktem Geld arbeiten, dann haben wir nicht diese Inflation, die wir jetzt immer hatten. Und das ist ein Trugschluss, weil die Golddeckung oder nicht ist nicht das Entscheidende. Die Inflation wird nicht dadurch erzeugt, dass wir keine Golddeckung haben. Also die Inflation gab es auch schon vorher, als wir Währungen hatten, die mit Gold gedeckt waren. Wir haben bei der Zirkulation von Geld grundsätzlich diese beiden Probleme, dass wir entweder eine Inflation haben, wenn zu viel Geld rausgegeben wird, oder eine Deflation, wenn nicht genug Geld rausgegeben und Geld in die Hortung geht und dann die Preise immer mehr sinken, weil die Leute ihr Geld zurückhalten und darauf spekulieren, dass alles noch billiger wird. So, und für die Wirtschaft ist es sehr viel schlimmer, wenn eine Deflation stattfindet, als wenn eine Inflation kommt. Weil eine Deflation leicht an den Punkt kommt, wenn die Preise so sehr sinken, dass die Unternehmen nicht mehr
das erwirtschaften, was sie erwirtschaften müssen, um ihre Kosten zu decken, dann müssen sie schließen. Deswegen hast du bei Deflation immer diese ausgewachsene Wirtschaftskrise oder wenn es global ist, Weltwirtschaftskrise wie Anfang der 30er Jahre. Das war eine Deflationskrise, zu wenig Geld. Und weil es für die Wirtschaft sehr viel schlimmer ist, dass eine Deflation kommt, müssen die Zentralbanken, solange wir mit Zinsgeld arbeiten, müssen sie eine schleichende Inflation erzeugen. Ja, sie sprechen ja immer von dem Inflationsziel, das meistens so bei 2% ist. Sie streben das Inflationsziel von 2% ab, weil in dem Moment, wo, wenn das zu nahe Richtung Null geht und Menschen anfangen zu spekulieren, dass alles billiger wird, wenn sie ihr Geld zurückhalten, dann hast du den psychologischen Effekt, dass die Haltung der Masse dann die Deflationskrise erzeugt und verschlimmert. Dann hast du eine Weltwirtschaftskrise, also eine Wirtschaftskrise, die leicht heute sofort zu einer Weltwirtschaftskrise werden würde, die dann aufgrund der psychologischen Wirkung nicht mehr aufzuhalten wäre. Deswegen müssen die permanent ein bisschen mehr Geld rausgeben, als nötig wäre, um das bei 0% zu halten, dass du weder Inflation noch Deflation hast. Und dadurch hast du über Jahre diese Inflation von Jahr zu Jahr, diese laufende Geldentwertung, die ist in der Summe das geringste Übel für das bestehende System. Ja. Und das hast du, wie gesagt, egal ob das Geld jetzt goldgedeckt ist oder mit irgendwas gedeckt ist oder nicht. Das heißt, das Problem ist nicht das Fiat-Geld. Du kannst das zinsfrei fließende Geld also auch als Fiat-Geld rausgeben. Es ist nur so, dass die Gemeinde, das könnte jede Gemeinschaft könnte das machen. Du kannst ein zinsfrei fließendes Geld als Gemeindewährung machen. Du kannst es als regionale Währung machen für einen Kreis. Du kannst es als Landeswährung machen für ein Bundesland. Du kannst es als bundesweite Währung machen. Es muss nur eine öffentliche Stelle sein, die das rausgibt für alle und die so rechnet und kalkuliert, dass sie den Markt beobachtet, dass halt weder Inflation noch Deflation auftreten und der Geldwert stabil bleibt. Das ist machbar, weil bei zinsfrei fließendem Geld, wenn du null Deflation hast, wenn du null Inflation bei null hast, dann besteht trotzdem nicht Gefahr, die Gefahr, dass die Leute ihr Geld zurückhalten, weil sie auf niedrigere Preise spekulieren. Weil wenn wir das Geld zurückhalten, müssen wir ständig diese Umlaufsicherung zahlen. Und deswegen kann man darauf vertrauen, dass das niemand machen wird, weil das, was wir zahlen, ist dann höher als die möglichen Gewinne. Das heißt, das Geld bleibt in Zirkulation. Aber weil man durch die Umlaufsicherung die Garantie hat, dass das Geld in Zirkulation bleibt, deswegen kann man auch ein wertstabiles Geld haben. Es ist wertstabil in Bezug auf die Gesamtwirtschaft, jetzt nicht wertstabil in Bezug auf den Einzelnen, die Gebühr, die monatliche Gebühr, sagen wir mal, von 100 Einheiten Schein, also analog 100 Euro, wärst du bei 6%, wärst du bei 6% im Jahr, wärst du bei 50 Cent im Monat, die du zahlst. So, der Einzelne nimmt das als eine Entwertung des Geldes wahr, aber es ist ja keine Geldentwertung, weil das Geld wird übertragen auf die Gemeinschaft, die dann damit arbeiten kann und es bleibt in Zirkulation und der Geldschein selber bleibt wertstabil. Das heißt, zinsfrei fließendes Geld und auch zinsfrei fließendes Fiat-Geld ist eigentlich das einzig wirklich wertstabile Geld im Scheinbereich. Aber wenn ich es richtig verstehe, es geht Ne? bei deinen Gedanken letztlich darum, dass man jetzt letzten Endes an Hebeln und Schaltern im bestehenden Geldsystem drehen würde. Nee, Und, nee. aber es geht doch, wenn ich Du dich kannst, richtig verstehe, darum, ja. letztlich durch Gesetze und Ja. Regelungen das ganze System so umzumodellieren, dass es dann zum Wohle der Menschen eingesetzt wird. Es geht aber nicht, wie soll ich das sagen?
darum jetzt irgendwie eine ganz neue Art von Geld, so wie das jetzt mit dem elektronischen Geld oder so ist, einzuführen. Ja, wir können das bestehende Geld so lassen, wie es ist. Also wir können den Euro so lassen, wie er ist. Wir müssen das an dem, was ich. Besteht, Genau, es gibt nichts. keine neue Währung oder dergleichen oder. Na, es gibt eine neue Währung, aber wir können das erstmal so lassen, wie es ist. Okay. Wir können, und es gibt eine neue Währung, die dann halt umlaufgesichert ist. Und da, also politisch sehe ich eigentlich in absehbarer Zeit die einzige Möglichkeit, dass es von der Basis kommt, also von den Gemeinden, weil es auf den höheren Ebenen sicher nicht gemacht wird, weil es nicht im Interesse der Reichsten wäre, das zu machen. Das müsste, wenn, dann die Basis machen, also als Gemeindegeld eher. Aber es müsste natürlich von einer Stelle ausgegeben werden, die praktisch der Gemeinschaft gehört. Und weil diese Umlaufsicherungsgebühr ja auch eine Art Zins ist, also ein Zins ist, den die Gemeinschaft, die das Geld rausgibt, für sich erhebt. Nur ein Zins, der kein Problem ist, weil die Gemeinschaft selber ist die Gemeinschaft, die bereichert sich ja nicht auf Kosten von anderen. Also das Geld, was die Gemeinschaft einnimmt, wird ja auch wieder komplett ausgegeben und es findet keine Ausbeutung oder Umverteilung statt. Die Umverteilung findet ja nur statt, wenn der Zins von Privatleuten gegenüber anderen Privatleuten oder von Privatleuten gegenüber den öffentlichen Kassen erhoben wird, so wie wir das ja haben, wo der Steuerzahler die Zinsen an die wenigen privaten Geldgeber des Staates zahlt. Das heißt, man muss am bestehenden System nichts verändern, man macht nur eine ergänzende Währung. Und wenn du, sagen wir mal, du hast jetzt dein Portemonnaie, du hast 200 Euro im Portemonnaie, du hast 200 oder zinsfrei fließendes Geld, also dieses umlaufgesicherte Geld, alternativ auch etwa in der Höhe, du gehst einkaufen und du überlegst, was jetzt du kannst in dem Wirtschaftsraum mit beidem bezahlen, weil das ein anerkanntes Zahlungsmittel ist. Und du hast jetzt die Wahl, du kaufst was für 50 Euro, du kannst jetzt entweder 50 Euro zahlen oder 50 von dem alternativen Geld. Dann nimmst du dieses alternative Geld, weil wenn du davon die 50 nimmst und das ausgibst, dann zahlst du auf die 50 keine Umlaufsicherung mehr. Das heißt, das führt dazu, dass die Euros gespart werden und das alternative Geld ausgegeben wird. So. Wenn du auf der Kreditnehmerseite, du bist in einem, weiß ich nicht, eine Gemeinde meinetwegen, und du kannst eine größere Sache entweder in Euro kaufen oder in der alternativen Währung und du suchst den günstigsten Kredit, dann ist der alternative Kredit günstiger, weil die Bank die Bedingungen günstiger machen muss, weil sonst die Bank selbst diese Umlaufsicherungsgebühr zahlen muss. Das heißt, du bekommst den billigsten Kredit an dem alternativen Geld. Das heißt, sowohl auf der Seite der Kreditnehmer als auch auf der Seite der Konsumenten kommt, wenn du die freie Wahl hast, kommt das umlaufgesicherte Geld kommt in Zirkulation und die Euros werden gehortet, weil die als Geld zu wertvoll sind, dann um ausgegeben zu werden. Das ist ja, wird ja als weniger wertvoll empfunden, weil ja die Gebühr da ist. Es ist ja auch so, dass der Vorteil für uns größer ist, wenn wir es ausgeben und wenn wir das, was uns nichts kostet, behalten. Dann hast du aber eine natürliche Verlagerung, dass immer mehr Wirtschaft mit diesem alternativen Geld stattfinden und der Euro quasi auf die hohe Kante gelegt wird, als Sicherheit behalten wird, weil den kann man ja immer noch ausgeben und damit bezahlen. Das heißt, du hast in einem freien Wettbewerb zwischen dem jetzigen und einem zinsfrei fließenden Geld, das gleichwertig daneben steht, hast du immer den Vorteil beim zinsfrei fließenden Geld, dass das Geld der Wahl ist zum Zahlen und zum Kreditnehmen, weil es günstiger ist für den Menschen. Es ist einfach günstiger, damit zu wirtschaften. Aber nehmen wir, man würde das jetzt so einführen, ja, ein Gedankenexperiment, das würde alles auch so funktionieren, wie du sagst. Ja. Was aus deiner Sicht passiert dann mit den Menschen? Wie wirkt sich das aufs Bewusstsein aus? Welchen nicht ökonomischen, sondern wirklich menschlichen Vorteil hätten wir davon, wenn das alles so funktioniert, wie du es dir vorstellst?
Ja, es wird zu einer dramatischen Entspannung und Entschleunigung unseres Lebens führen, weil es wird den ganzen Stress aus dem Leben rausnehmen. Wir hätten eine völlig entspannte Gesellschaft dann auf Dauer, weil im Endeffekt wird es wird zum Beispiel, also wenn du das Geld hast plus die Bodenpacht, das ist halt noch ein Element, das dazukommt, dass letzten Endes jeder in Wohneigentum leben kann, wodurch dann die Wohnkosten zum Beispiel schrumpfen werden, heute wahrscheinlich auf ein Viertel von dem, was wir heute haben. Wenn die Verschuldung der Wirtschaft wegfällt, wo wir heute über 50%, also auch 50% Zinsen drin haben, dann sinken die Lebenshaltungskosten dramatisch ab. Und das ganze erwirtschaftete Geld bleibt bei den Arbeitenden. Das heißt, wenn du diese Zinsabflüsse zu den Kreditgebern nicht mehr, das ganze Geld bleibt bei uns. Und wir können Waren herstellen, die 100 Jahre halten. Das heißt, der Aufwand zum Herstellen von Produkten würde sich, also nach einer gewissen Übergangszeit, bis dann wirklich alle alles haben, würde dann die ganze Produktion massiv runterfahren, weil wir es einfach nicht mehr brauchen. Und wir müssten viel weniger arbeiten. Die Arbeit liegt dann überwiegend in der Instandhaltung, alles in Stand und in Schuss zu halten, alles mit einem hohen Wert zu bewahren. Und wir hätten dann, wenn auch diese Wegwerfproduktion, das ist ja einerseits, schafft viel zu viel Arbeit, Menschen müssen viel zu viel arbeiten, um das immer wieder neu herzustellen. Und auf der anderen Seite diese Müllberge, das heißt, wir haben dann diesen Einklang mit der Natur, wir haben die wenn dann auch die Ressourcensteuer kommt, den Abbau der Müllberge, sogar den Schutz der Umwelt, ausgehend vom Geld. Wir haben Ende der Ausbeutung, alle können in einem relativen Wohlstand leben. Es gibt natürlich Unterschiede, je nach Menschen, die besonders fleißig sind, fähig sind. Die haben natürlich nach wie vor mehr, können viel mehr. Also es wird immer noch möglich sein, Millionär zu werden. Es wird nicht mehr möglich sein, Milliardär zu werden. Also, weil es braucht ja auch kein Mensch. Wer braucht so viel Geld? Ja. Also auch andere auszubeuten geht halt dann nicht mehr. Und es ist dann auch witzlos. Und wenn Menschen durch die Geldfülle, die dann entsteht, also es will ja niemand die Steuer zahlen. Und die meisten Menschen werden mehr Geld haben, als sie für ihr Leben brauchen. Und dann schließen sich Menschen aufgrund ihrer Neigungen zusammen und überlegen, Mensch, was machen wir jetzt? Was inspiriert uns? Und dann sagen die einen, dann schließen sich die Menschen und sagen, Mensch, wir müssen was für die Umwelt tun, lass uns das Geld dafür ausgeben. Und andere sagen, wir machen was für die Kultur, alle möglichen Kulturbereiche, dass wir eine vibrierende, lebendige Kultur haben. Also die Künstler werden sehr viel mehr Geld haben, auch als heute zum Beispiel. Und wieder andere sagen, ja, ich nutze mein Geld, wir machen Projekte für Benachteiligte. Also ein Effekt wird sein, dass Menschen auch von sich aus sagen, nein, ich will die Armut in der Welt beenden. Das wird sowieso eine der Hauptauswirkungen sein, wenn sich das ausdehnt global, dass wirklich die Armut, so wie wir sie jetzt kennen, nicht mehr da sein wird. Ja. Und das Ganze geht halt dynamisch und neutral von einer neutralen Verteilung des Geldes einer völlig freien Marktwirtschaft aus, ohne jeden Kommunismus oder Sozialismus, von einem freien Geld und durch eine Gerechtverteilung. Und es ist eine Wirtschaft, die dann wirklich frei sein wird, weil unsere jetzige Wirtschaft wird zwar als freie Wirtschaft bezeichnet, ist es aber nicht, weil die Umverteilung und die Vernichtung dazu führt, dass letztlich nur die Größten Freiheit genießen auf Kosten aller anderen. Es ist ja keine wirklich freie Wirtschaft, aber das wäre eine wirklich freie Marktwirtschaft zum Wohle aller. Das ist das, was ich sehe. Ja, Ludwig, ich danke dir für deine detaillierten und hochinteressanten Ausführungen. Wir sind jetzt langsam am Ende,
angekommen unserer Sendung. Ich glaube, wir sprechen schon, ja, Stunde 40 Minuten. Das reicht bei so viel Input und wir haben beide haben ja eh vor, auch nochmal weitere Sendungen zu machen, die sich dann den Themen widmen deiner anderen Bücher, die damit zusammenhängen. Ja. Man erwartet das ja nicht, wenn man dich jetzt so über Geld reden hört, aber du hast noch ganz viel zum Thema Herr der Ringe zu sagen. Und zum Thema Tolkien, auch Silmarillion und Hobbit. Also ganz interessantes Zeug noch in einem anderen Bereich wird da in naher Zukunft folgen. Zum Thema Geldsystem reicht das, glaube ich, erstmal. Das muss man erstmal alles verdauen, sacken lassen. Ich glaube, man kann sich manches, was du heute erklärt hast, auch echt mehrmals anhören, bis man dann so ganz da durchsteigt. Mhm. Aber es ist ein super interessanter Ansatz. Vor allem, was mir daran so gefallen hat, ist mal sich mit dem Thema Geld zu befassen und das mit dem Themenkomplex Bewusstseinsarbeit, Bewusstseinsforschung zu verknüpfen, zu schauen, was macht das mit wirklich auf dieser Ebene mit uns. Und ich glaube, wenn man sich dessen gewahr wird, welchen Programmen wir da unterworfen sind, dann ist das schon ein erster Schritt in Richtung Befreiung, dass man das Ende der Täuschung erlebt und sich dann Gedanken macht, wie kann man Alternativen entwickeln. Du hast das bereits getan, hast eine mögliche Alternative dargelegt und ja, mal schauen, wo die Reise der Menschheit diesbezüglich hingehen wird. In dem Sinne, ja, bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Und liebe Zuschauer, unten in der Videobeschreibung nochmal erwähnt, findet ihr Links zu den Büchern von Ludwig, wenn er euch heute begeistert hat und ihr sagt, das möchte ich nochmal nachlesen. Ja, vielen Dank. In dem Sinne, ciao und bis bald. Vielen Dank auch.